Ich darf alle ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Daniela Zeschko. Ich mache die Projektleitung der Naturwerkstatt. Die Naturwerkstatt ist ein gemeinnütziges Beschäftigungsprojekt des Naturschutzbund Steiermark und der Steirischen Arbeitsförderungsgesellschaft. Kurz zur Naturwerkstatt. Da geht es einfach darum, dass wir mehr Natur in die Stadt bringen. Das ist unser inhaltlicher Auftrag. Und auf der anderen Seite haben wir einen arbeitsmarktpolitischen Auftrag. Das bedeutet, dass Leute, die länger vom Arbeitsmarkt weg sind, warum auch immer, das kann Wiedereinstieg nach Karenz sein, Krankheit, eine Ausbildung in einem Bereich, der gerade nicht nachgefragt ist, ganz breit, wieder nach einer Projektzeit auf den ersten Arbeitsmarkt zurückkehren sollen. Das ist unser Auftrag. Wir versuchen, ein Netzwerk zu bilden, Kontakte herzustellen und inhaltlich im Bereich Natur, Naturschutz, und da mit dem Fokus auf Stadt zu wirken. Ein wichtiger Punkt dabei ist gerade heuer top aktuell auch das Energiesparen. Und wir haben im September eine Energiesparwoche gemacht im Rahmen der Naturwerkstatt und haben uns da mit vielen verschiedenen Themen beschäftigt, sehr breit angelegt. Also es ist um Energiesparen gegangen, sowohl eigene Ressourcen sparen und schonen, als auch die Klassiken, das klassische Energiesparen, das im Moment in aller Munde ist. Jetzt lasse ich noch den Professor Gepp ein vom Naturschutzbund. Ich möchte heute gerne so einen kleinen Überblick geben und möchte mich gerne an einem Buch orientieren, das ich gerne vorstellen möchte. Ich hoffe, das sehen alle klar. Das heißt Energiesparen. Leicht gemacht ist im Ökom Verlag erschienen. Und gibt einen sehr schönen Überblick über Möglichkeiten, wie man Energie sparen kann, was es alles für, auf was man alles schauen kann. Und da würde ich sagen, starte ich einfach direkt hinein. Ich habe keine PowerPoint heute vorbereitet, weil ich es gerne auch so halten möchte, wenn es Fragen gibt oder Nachfragen oder auch einfach Ideen von jedem oder jeder zum Energiesparen oder zum Thema, dann bitte das einfach in den Chat schreiben. Wir schauen uns das dann an am Schluss und wir können uns heute, wenn es den Bedarf gibt, auch gerne ein bisschen unterhalten. Am Anfang zum Energiesparen. Es gibt den sogenannten Energiedreisprung. Das ist ein bisschen ein Anreiz und wird so genannt. Da geht es mal der erste Schritt von diesem Dreisprung. Der erste Sprung ist Energie, die wir nicht brauchen, müssen wir nicht erzeugen. Das bedeutet, wo Energie nicht verwendet wird, braucht sie weder nachhaltig noch auf nicht nachhaltige Weise erzeugt werden. Das ist einmal ein ganz wichtiger Vorsatz oder ein ganz wichtiger erster Satz. Das zweite, die Energieeffizienz, die beschreibt das Verhältnis von der Energie, die im Endeffekt dann überbleibt, die man bedecken muss. Und da ist wichtig, den Rebound-Effekt zu beachten. Der Rebound-Effekt bedeutet, nicht immer, wenn ich zum Beispiel meine ganze Wohnung auf energiesparende Geräte umstelle und die dann aber verstärkt nutze, das passiert manchmal, dann habe ich einen Rebound-Effekt, dann brauche ich, obwohl ich energiesparende Geräte habe, obwohl ich Energieeffizienz, ob ich an die glaube, trotzdem mehr Energie verbraucht. Das, was dann am Schluss überbleibt, also diese Energieeffizienz, also das Verhältnis, die Energie, die wir am Schluss brauchen, die soll dann in einem dritten Sprung, in dem letzten, durch nachhaltige Energie bedeckt werden. Das bedeutet, das erste ist vermeiden, also schauen, dass wir möglichst wenig Energie brauchen. Das zweite, auf die Effizienz achten und schauen, dass man nicht zusätzlich Energie generiert, im Glauben, dass die eh nachhaltig produziert ist und dass das dann eh kein Problem ist. Das Auto ist auch so ein Klassiker, ne? Also viele, wenn ich dauernd zum Spar mit dem Elektroauto fahre, habe ich jetzt auch nicht im Großen einen, also kann ich auch noch besser einen Beitrag leisten. Und das, was überbleibt, am besten durch nachhaltige Energie bedecken. Ich möchte dann zu einem Punkt kommen, der mir sehr gut gefällt. Es gibt den ökologischen Fußabdruck. Den kennen, glaube ich, viele mittlerweile. Das hat vor längerer Zeit, hat auch interessant ein Ölkonzern damit begonnen, den ökologischen Fußabdruckrechner, den ersten ins Netz zu stellen. Muss man auch wissen. Allerdings ist der Fußabdruckrechner, der Fußabdruck bezeichnet all das, der ökologische Fußabdruck, was wir verursachen an Energie oder an Ressourcen nutzen auf der Welt.
Also wenn ich die Raumtemperatur senke, dann kommt es zum, dann kann ich den Fußabdruck verkleinern, weil ich weniger Energieressourcen in Anspruch nehme. Und es gibt, das wissen nicht so viele, den ökologischen Handabdruck. Den gilt es zu vergrößern. Das bedeutet, wenn ich programmierbare Thermostate im Haus verwende, zum Beispiel, dann brauche ich gleich weniger von der Energie. Na? Also es gibt den Handabdruck und den Fußabdruck. Den Handabdruck wollen wir vergrößern, dann mache ich ihn ganz vor. Und den Fußabdruck wollen wir verkleinern. Und wie kann man das anstellen? Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, Energie zu sparen. Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten und Wege, die dorthin führen. Und das ist mir auch wichtig, heute an dieser Stelle zu sagen. Es gibt kein Patentrezept für alle oder für jeden und jede Einzelne. In meinen Augen ist es ein Weg, den jeder und jede selber gehen kann, darf, ich glaube auch muss. Und den kann man sich gestalten. Und das macht für den einen das eine mehr Sinn als das andere. Ne? Und ich glaube, man langfristig funktioniert das dann und können wir am meisten Energie einsparen und uns und dem Planeten am meisten Gutes tun, wenn wir den individuellen Weg finden, der für uns am besten ist. Jeder Einzelne für sich und jede Einzelne. Zum Beispiel ein kleines Beispiel aus der Praxis, gleich von mir. Das hat auch mit dem Rebound-Effekt zu tun. Also in einer ersten Euphorie habe ich mir gedacht, na gut, Heizung möglichst ganz spät einschalten, um Energie zu sparen. Ja, war da irgendwie sehr, sehr motiviert. Dann hat es irgendwann 16 Grad gehabt. Dann haben wir gedacht, okay, das ist doch sehr kalt. Dann habe ich unglaublich lang geduscht. Und dann habe ich mir gedacht, das bringt es jetzt nicht wirklich. Also 20 Minuten bei 70 Grad duschen, ist jetzt übertrieben, aber da sieht man, was das machen kann. Ne? Also da muss man dann schauen, wo kommt man hin? Wie kann man da am besten gegensteuern? Das Erste ist es zu erkennen, Wissen zu haben, wo sind die geheimen Verstecke, wo sind Energiefresser, was braucht was? Und es dann im Alltag zu lernen und zu tun und so sein eigenes Verhalten laufend anzupassen. Das halte ich für einen sehr spannenden Weg. Da muss ich zugeben, habe ich mich heuer verstärkt damit beschäftigt. Und wenn man das mit Freude angeht, dann glaube ich, haben wir alle mehr Potenzial, als wenn wir zu Hause sitzen und denken, ich muss jetzt frieren und alles ist schrecklich und die Welt wird dann dadurch für mich selber nicht besser. Vielleicht zu ein paar Zahlen. Energieverbrauch im Privathaushalt. Hat jemand eine Idee, wo da am meisten Energieeinsparpotenzial ist? Ich schaue mal, ob es da eine Nachricht gibt. Nein, aktuell keine Nachricht an mich. Ich verrate es gleich. Die größte Möglichkeit, Energie zu sparen zu Hause, besteht bei der Raumwärme. Und zwar wirklich ganz stark groß. Ich kann es hier zeigen an einem Diagramm, das man hier unten sieht. Der große blaue Bereich ist die Raumwärme. Da sind wir bei 71%. Ja, nur 1% macht die Beleuchtung aus, aber auch da kann man was tun. 8% sind wir ungefähr bei den Elektrogeräten. Sonstige Prozesswärme haben wir 5% und Warmwasser 15%. Das heißt, Warmwasser und Raumwärme gemeinsam sind die größten Möglichkeiten, Energie im Haushalt einzusparen. Wie kann man das tun? Naja, bei der Heizung, da steigen wir gleich direkt ein. Ich mische das ein bisschen mit Praxistipps, denke ich mir. Das macht vielleicht Sinn. Und wenn es konkrete Fragen gibt, bitte wirklich einfach in den Chat stellen. Bei der Raumwärme ist so der Klassiker Heizkörper freiräumen. Es bringt nichts, Heizkörper zu haben, wenn Bücherregale davor stehen oder lange Vorhänge, die verdecken, vor allem in der Nacht. Da sind Stromfresser zu Hause, Energiefresser, das ist dringend wichtig. Es braucht Heizungen, die entlüftet sind, also Heizkörper, die entlüftet sind. Das kann stark helfen, innen zu dämmen, ist eine Möglichkeit. Fenster abdichten und eine leichte Möglichkeit ist, abends die Rollläden komplett zu schließen. Auch da ist ein großes Potenzial da. Auch das muss man einfach nur tun. Einfach am Abend rumgehen.
und das zu machen, den Effekt merkt man sofort. Es gilt auch also im Sommer gilt es dann umgekehrt. Im Sommer geht es halt darum, tagsüber die Rollos zu schließen, um die Wärme draußen zu halten und keine Klimaanlage zu brauchen. Und ja, Stoßlüften statt dauergekipptes Fenster ist ein Thema im Winter, weil ein Fenster, das laufend offen ist, gibt dauernd kühle Luft herein, vor allem auch zu Heizkörpern, die tendenziell beim Fenster sind. Ja, dort sind sie eigentlich auch gut, dort sind sie auch gut platziert. Wichtig auch, wenn gelüftet wird, stoßgelüftet wird, Heizung abdrehen. Also Raumthermostate, die an Heizkörpern dran sind und die sind direkt bei den Fenstern, nehmen sonst wahr, es kommt kalte Luft, heizen besonders stark auf, ist aber gerade nicht nötig, wenn man lüftet. Also da einfach auf zurückdrehen, ausschalten und dann wieder einschalten, wenn man das Fenster wieder zumacht. Es zahlt sich auch aus, wenn man da jetzt nicht nur auf Energieeffizienz, sondern auch auf Kosten schaut, die Heizkosten zu überprüfen und anzuschauen. Wenn man jetzt in einer Wohnung wohnt, macht es Sinn, sich damit vertraut zu machen und es macht durchaus Sinn, auch einmal nachzufragen. Und wenn mehrere Parteien sind, da Lösungen zu finden, was denn möglichst gute Heizsysteme wären. Thermostate sind ganz gute Möglichkeiten auch für alte Heizkörper. Man kann die nachrüsten. Ne? Das ist nicht so teuer und zahlt sich durchaus aus, weil die einfach die Regelung machen. Kann ich auch aus eigener, also ich hoffe, das ist allen recht, ich gebe einfach meine eigenen Erfahrungen auch weiter. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit das gemacht und habe eine enorme Energieersparnis allein durch die Raumthermostate. Wo gehen wir weiter? Ich weiß nicht, inwiefern es Hausbesitzer und Hausbesitzerinnen da gibt. Ich streife das vielleicht einfach kurz bei einem Haus, wenn man selber wirklich irgendwie beeinflussen kann, wie man heizt und welches Heizsystem man sich anschafft. Da gibt es natürlich ein breites Portfolio auch an neuen Möglichkeiten. Da zahlt sich sicher aus, sich gut beraten zu lassen, sich das gut anzuschauen und sich das breit anzuschauen. Also nicht nur auf einen kleinen Teilaspekt, sondern auch wirklich gute Überlegungen anzustellen und sich da Zeit zu lassen und zu schauen, was denn das die beste Lösung für die eigenen vier Wände wäre. Heizungsrohre dämmen ist auch eine gute Idee, wenn es bestehende Heizungen gibt. Es macht auch Sinn, sich eine Energieberatung zu holen. In der Steiermark wird die auch gratis angeboten und sich einfach einmal anzuschauen, wo denn der Wärmeverlust ist beim Haus. Es gibt Wärmebildkameras, die können das einfach gut anzeigen. Dann sieht man, wo die sogenannten Wärmebrücken sind. Meistens sind Wärmebrücken bei Balkonen, bei nicht gut gedämmten Fenstern. Glasbausteine sind große Wärmebrücken. Ja, und da kann man sich das einfach einmal ganz gut anschauen und dann schauen, was man konkret macht. Wärmedämmen ist ein großes, also die Wände, die Fassade dämmen ist ein großes Thema. Da finde ich, muss man einfach gut schauen, wozu man greift. Also es hat in den letzten, jetzt schon fast Jahrzehnten, im letzten Jahrzehnt sehr großen Zug hin zur Wärmedämmung gegeben. Das kann man ambivalent sehen. Einerseits ist es natürlich wichtig, das zu dämmen. Andererseits, wenn man da schaut, welche Dämmstoffe gerade anfangs verwendet wurden, dann haben wir da ganz, ganz große Schichten Sondermüll auf die Häuser gepackt. Die wärmedämmen zwar, aber es hat sich niemand überlegt, was wir dann wirklich machen, wenn diese Wärmedämmungen abgebrannt oder ausgedient sind. Da ist nämlich viel Sondermüll, der dann anfällt und da sieht man, dass man einfach das Globale anschauen muss, dass es einfach wichtig ist, die zentralen Geschichten lang zu denken und langfristig zu denken. Eine grüne Wand ist eine gute Idee, auch gut erprobt. Häuser, die man begrünt, die eine grüne Fassade wirklich vorne haben gerade in Bezug auf die Energieeffizienz wirklich Vorteile. Da gibt es Studien dazu. Es gibt Dinge, auf die man achten muss. Wenn man also wenn man ein Haus mit Efeu begrünt zum Beispiel, hat man auch im Winter den Wärmeschutz. Allerdings muss man halt schauen, wie man das macht, damit also das Grundmauerwerk nicht beschädigt wird. Aber da gibt es ganz gute Hinweise. Da gibt es viele Erfahrungswerte. Diese allgemeine Meinung, die Fassaden werden alle kaputt, wenn man die begrünt und wenn man da Pflanzen einsetzt, das ist schon überholt. Also es gibt
da gute Möglichkeiten, es gibt sehr gute Erfahrungswerte. Und da kann man sich einfach informieren, das ist eine sehr gute Variante. Im Garten, und dann höre ich mit der Hausgeschichte auch schon auf, im Garten gibt es auch gute Möglichkeiten, Ressourcen und Strom und Energie zu sparen. Jede Beleuchtung, die man im Garten verwendet, die man gerade für Sommer oder Abend kennt, kann man auf Solar umrüsten. Das sind einfache Varianten. Und vielleicht auch nicht uninteressant für alle, die Gartengeräte benutzen. Und es gibt jetzt gerade gibt's eine neue Werbung, ich weiß nicht von wem, die darauf hinweisen, ja, die Akkugeräte sind genauso stark wie die am Strom betriebenen. Und das ist wunderbar, damit kann man überall hin. Ja, das ist richtig. Mittlerweile sind die Akkus genauso stark wie die am Strom hängenden Geräte. Allerdings sind sie in der Gesamtenergiebilanz nicht zu bevorzugen. Es ist jedenfalls sinnvoller, stromgebundene Geräte zu nehmen, auch im Kleinhaushalt. Jede Batterie, jede wiederaufladbare Batterie ist im Vergleich zu einem stromgebundenen Gerät, schneidet in der Gesamtbilanz schlechter ab. Das muss man halt auch wissen. Ja. Vielleicht eine Info dazu dem Buch, dann kann man das auch ein bisschen durchschauen. Es gibt ja hier am Ende jedes Kapitels, das ist sehr schön gegliedert in einzelne Teile, Tabellen, und bei den Tabellen ist einfach angeführt, welche Maßnahme was in der Regel und circa spart. Da steht zum Beispiel, wenn man die Heizungsrohre dämmt in einem Haus, in einem Einpersonenhaushalt, spart man bis zu 50%. Das sind im Jahr mit einer Person 160 Euro und Ersparnis in CO2 in Kilogramm sind 163. Also es gibt da einfach so Tabellen, und in den Tabellen ist ganz schön erklärt, Warmwasserleitungen zum Beispiel dämmen oder Raumtemperatur um 1 Grad senken, da kommen wir auch hin, das spart bis zu 6%. Das ist so die Faustregel, wenn man es nicht zu warm einheizt und wenn man da einsparen kann, dann kann man pro Grad, das man reduziert, um die 6% sind, glaube ich, gewesen, ja, 6% sparen. Noch eine weitere Zahl dazu: bei einem Einpersonenhaushalt sind es 61 Euro im Jahr. Bei einem Vier-Personen-Haushalt sind wir bei 94 Euro ungefähr. Also ich glaube, es sind die einzelnen Bausteine, die man sich da zusammenholen kann. Und ich finde es mittlerweile spannend zu schauen, wo es welche Möglichkeit gibt, nicht nur aus monetärer Sicht, also da geht es nicht nur ums Geld, sondern eben vor allem auch, was man insgesamt tut. Man kann was Gutes tun für die eigene Geldbörse und man kann was Gutes für die Gesellschaft, für unseren Planeten tun. Diese Kombi finde ich eigentlich sehr reizvoll. Gut, wichtig vielleicht zum Heizen zu Hause. Es ist bei Thermostaten, die ferngesteuert sind, kann man natürlich eingeben, dass man tagsüber absenkt, in der Nacht absenken auf 16, 17 Grad macht Sinn. Es geht die Temperatur ja nicht ganz runter, wenn man die Rollläden zu hat, dann wird mehr gespeichert. Wichtig ist vielleicht bei Wohnungen besonders, wenn ich tagsüber über längere Zeit ganz die Heizung ausschalte und komplett auskühlen lasse, auch bei Häusern, da muss man überlegen, da kann es manchmal diesen auch einen Rebound-Effekt geben sozusagen, dann braucht es nämlich manchmal mehr Energie, das Haus wieder aufzuheizen, als wenn es auf einer Basistemperatur gehalten wird oder die Wohnung. Das muss man sich halt auch anschauen. Gut, gibt es zu dem Kapitel Zuhause heizen, Haus, Wohnung eine konkrete Frage? Nein? Wie lüften? Dann schauen wir. Besten, lüften. Bitte lüften. Ja? Lüften. Stoßlüften ist wichtig, also regelmäßiges Stoßlüften. Das bedeutet, dass man einfach nicht die Fenster dauernd gekippt hat. Dauerhaft gekippte Fenster sind gänzlich, also ein No-Go. Das No-Go zu Hause sind im Winter dauerhaft gekippte Fenster. Stoßlüften für ein paar Minuten und dabei die Heizung abdrehen. Ja? Gut, dann kommen wir weiter in die Küche. Ja? Also schauen wir, was wir in der Küche alles tun können. Das Erste ist, man kann bei den Geräten natürlich schauen. Also den richtigen Kühlschrank kaufen, der in der Energieklasse
wertvoll ist, also niedrig ist, das ist schon mal eine gute Idee. Man muss überlegen, nehme ich ein neues Gerät oder verwende ich das alte Gerät noch weiter? Da ist so eine, also die Grundfaustregel, dass man alte Geräte ja nicht unbedingt austauschen muss. Da gibt es verschiedene Meinungen. Ich glaube, man muss sich es einfach anschauen. Ja? Und vor allem wichtig ist, was man auch gesehen hat in der letzten Zeit, oftmals wird dann ein Kühlschrank ausgetauscht und der funktioniert noch, den will man dann nicht wegschmeißen, dann steht er im Keller oder in einem Nebenraum und ist Zweitgerät. Das bringt nichts. Also da ist dann, da ist besser, man bleibt bei dem einen und nimmt sich gar keinen neuen. Oder man setzt den neuen und entsorgt den anderen oder gibt den, dass Einzelteile verwendet werden können. Beim Kühlschrank ist auch eine Sache, die vielleicht nicht jeder weiß, ein voller Kühlschrank braucht weniger Strom als ein leerer Kühlschrank, weil alle Kühlgüter, die da drinnen stehen, einfach direkt auch also Kälte speichern und die dann auch abgeben. Im Winter vielleicht ein Lifehack sozusagen, ein kleiner Trick. Im Winter kann man in Tetrapacks Wasser einfüllen, die rausstellen, über Nacht frieren lassen. Und wenn man die in den oberen Bereich beim Kühlschrank reinstellt, wenn dort Platz ist, und die dann sozusagen von selbst abtauen, geben die Kälte ab und der Kühlschrank braucht weniger Strom. Wichtig auch beim Kühlschrank darauf zu achten und zu schauen, wie denn der aufgebaut ist. Zu jedem Kühlschrank kriegt man für gewöhnlich mit, wo welche Zonen sind. Die Kühlschränke sind so konzipiert, dass sie nicht im Gesamten alle die gleiche Temperatur haben, sondern die haben Zonen. Und die Zonen sind für gewisse Lebensmittel da. Und da macht es Sinn, sich da einmal schlau zu machen und zu schauen, was denn wohin gehört, um möglichst effizient zu arbeiten. Zum Kühl- und Gefrierfach. Das Gefrierfach braucht bis zu 30% mehr Strom, wenn es eine Schicht von 5 cm hat, die es vereist ist sozusagen. Das heißt abtauen. Wenn sich eine Eisschicht bildet, dann den Kühlschrank wirklich abtauen und dann und somit einfach einsparen. Ja, die Türen zu, das bedeutet auswählen, was man aus dem Kühlschrank nimmt. Vorher gilt nicht nur zu Hause, sondern gilt auch im Supermarkt oder wenn man wo auch immer ist. Das heißt einfach die Türen kurz auf, kurz zu. Im Supermarkt ist es nicht, also können wir alle einen Beitrag leisten, wenn wir nicht vor der Gefriertruhe stehen, die wir aufmachen und dann uns überlegen, ob wir die Germknödel oder den Lachs nehmen, sondern das vorher entscheiden, dann rausnehmen, dann gleich wieder zu, ebenso zu Hause. Abdichten ist auch eine Idee bei Geräten, die nicht mehr neu sind. Zahlt sich aus, auf die Dichtungen zu schauen, damit da einfach wirklich die Kälte, die Kühle drinnen bleibt und nicht herauskommt. Ein absolutes No-Go, und die No-Gos erwähne ich immer besonders gern, in den Kühlschrank kommen keine warmen Speisen. Wenn ich warme Speisen vorkoche zum Beispiel, was eine sehr gute Idee ist, auch Energieeffizienz in der Küche bringen kann, also einmal in der Woche groß zu kochen, und das dann zu portionieren und später zu haben, ist auch ein Tipp zum Energiesparen. Allerdings, alle Sachen, die man dann in den Kühlschrank gibt, kühlen bitte zuerst komplett aus. Logisch, aber es denkt nicht immer jeder dran. Ja? Also alles, was man an Lebensmitteln warm in den Kühlschrank gibt, macht nicht viel Sinn. Wir kommen weiter zum Abspülen. Machen wir zuerst das Kochen. Klassisch jetzt auch überall in den Medien, der richtige Deckel auf den richtigen Topf und der richtige Topf auf die richtige Platte. Da ist schon recht viel drinnen und das geht ganz einfach, kann man sofort umsetzen. Ja? Also einfach beim Kochen einen Deckel auf den Topf und wirklich schauen, dass man die Platten verwendet, die auch zum Topf passen. Jede Platte, die ich einschalte, die außen 1-2 Zentimeter größer ist, heizt mir den Raum oder alles drumherum, aber das ist Energie, die verloren geht, die wir eigentlich nicht brauchen, also die wir nicht verwenden müssen. Auch wichtig, darauf zu achten, wofür verwende ich das? Wenn ich mein Teewasser auf dem E-Herd koche, braucht es viel, viel mehr Energie, wie wenn ich mein Wasser
in einem Wasserkocher koche oder wenn ich es in der Mikrowelle koche. Auch bei Nudeln zahlt sich's aus, das Wasser im Wasserkocher vorzukochen und dann zu verwenden, weil man da einfach Energie einsparen kann. Was haben wir noch? Die Spülmaschine. Abwaschen braucht viele Ressourcen, braucht Wasser und ist weniger effizient als ein gut eingeräumter Geschirrspüler. Auch da ist aber wichtig, darauf zu achten, wie viel passt hinein und wie belade ich ihn richtig. Es gibt meistens Anleitungen, wenn man sich ein neues Gerät kauft oder ein altes hat, wo steht, wie viel hineinpasst. Meistens sind es bis zu 120 einzelne Teile, die da drinnen Platz haben. Da, also bei großen Dingen wie Pfannen und Töpfen macht es schon Sinn, sie abzuwaschen. Bei kleineren Dingen macht es Sinn, das zusammenzusammeln und einmal gezielt einzuschalten. Überbeladen macht auch keinen Sinn, weil dann werden die Sachen nicht, dann hat man gewaschen, dann wird nichts sauber, dann muss man noch einmal entweder händisch ran, dann hat man es doppelt oder man schaltet die Maschine noch einmal ein. Also das bringt weniger. Immer Aufwärmen und Thermoskannen. Manchmal wärmt man halt dreimal den Kaffee auf und könnte aber in der Früh gleich, dass man durchlaufen hat lassen, den ganzen Tag in einer Thermoskanne wärmen lassen. Das wird auch immer wieder missachtet. Man wärmt immer wieder neu auf. Ich glaube, dass man zu Hause 2, 3 so Thermoskannen haben sollte, auch für Suppen und dergleichen, weil das ja einen ganzen Vorgang, die Herdplatte einschalten und dergleichen, erspart. Mhm. Gut, danke für den Beitrag, vor allem auch beim Kaffeekochen. Da muss ich sie schnell suchen, aber ich glaube, da kann ich sogar Zahlen liefern. Die Kaffeemaschine braucht wesentlich weniger Strom. Also, wenn ich eine Kaffeemaschine nehme, anstatt auf der Herdplatte den Kaffee zu machen, brauche ich bis zu 25% weniger Strom. Auch das interessant, ne? Also, eine Kombi aus, ich mache den Kaffee größer in der Kaffeemaschine, tue ihn in die Thermoskanne und habe ihn dann den ganzen Tag, ist wahrscheinlich ein Optimum, wie man da so einhergehen kann. Auch noch zu Zahlen, Eierkocher brauchen weniger Strom, als wenn ich das im Topf mache und da sind wir bei 50%. Ein Toaster statt dem Backofen. Das Backrohr ist einer der größten Stromverbrauchsgeräte in der Küche. Und mit dem Backrohr macht es Sinn, sorgsam umzugehen. Erstens muss man das Backrohr in den seltensten Fällen vorheizen. Man braucht es eigentlich nur zum Brotbacken, dass man es vorheizt. Für alle anderen Zwecke reicht es zu dem Zeitpunkt, es einzuschalten, auch beim Kuchen, wenn man den Kuchen ins Backrohr gibt. Wichtig auch das Backrohr, wenn man es zum Brotbacken zum Beispiel nimmt und vorher vorheizt, alles was drinnen ist, raus. Alles was man drinnen lässt an Blech oder Formen oder wie auch immer, wird extra geheizt, braucht dann doppelt Energie, weil es einfach irgendwie, ja, weil es mit erwärmt wird. Und wenn ich meine Pizza aufwärmen möchte oder Brötchen aufbacken, dann zahlt sich das auch aus. Pizza vielleicht nicht am Toaster, aber die Brötchen aufbacken am Toaster ist eine gute Idee und spart auch viel Energie ein. Als Eisfach, da vielleicht zum Eisfach abtauen, das sind wir insgesamt, kommt auf die Dicke an. Bei einer Ersparnis von 15-40%. Da gibt es jetzt eine Kochkiste, genau, die Kochkiste. Da gibt es die Simone Kotscher in den Chat die Kochkiste gestellt. Die Kochkiste oder den Kochsack, das gab es früher mal verstärkt. Jetzt gibt es es wieder. Da kann man einfach garen, also da kocht man vor und macht es im Endeffekt dann in der Kochkiste fertig. Da gibt es einen Link im Chat drinnen, da kann sich jeder irgendwie den rausnehmen und dann gleich direkt mal nachgoogeln. Wichtig auch defekte Dichtungen und Durchlauferhitzer ist auch so ein Thema. Wenn man den abschalten kann, ist das auch kein Schaden. Überhaupt zum Warmwasser, vielleicht ein ganz wichtiger Punkt.
Warmwasser empfiehlt sich wirklich dann zu verwenden, wenn man es benötigt. Zum Händewaschen empfiehlt sich, braucht man kein warmes Wasser. Das kann man mit die Keime gehen, mit Seife und der richtigen Waschtechnik auch weg. Und vor allem das Warmwasser braucht im Kreislauf meistens eine Zeit, bis es da ist. Und das meiste Warmwasser bleibt in der Leitung, kühlt dort wieder ab. Und ja, also das kurze Händewaschen, wenn man auf der Toilette war oder wenn man kurz was abwaschen will, ist meistens so, dass das, bis das Wasser da ist, ist man fertig, dann bleibt es in der Leitung, kühlt ab, wird aus dem Boiler entnommen, rinnt nach. Das ist eigentlich Energie, die man nicht brauchen. Da gibt es, nein, keine Frage, das war meine eigene Hand von der Maus. Ja, dann würde ich sagen, gibt es dazu noch einen Input oder eine Frage zum Thema Thermal bei Küche und Herd und was man in der Küche so alles tun kann? Nein. Dann gehen wir ins Badezimmer. Also im Badezimmer ist mir auch ein Anliegen, ist mir auch ein Anliegen insgesamt zu sagen, also ich glaube, wir sollten jetzt nicht den Fehler machen und nur aufs Geld schauen und sagen, es geht nur um Energie und Strom, sondern ich finde, es ist jetzt die Möglichkeit und die Zeit, das globaler anzuschauen und breiter. Also wirklich Ressourcen, ja, also es geht um Wasser, es geht um die Rohstoffe, die wir haben, und es geht nicht nur um die Stromrechnung in meinen Augen. Es gibt einfache Wasserspartipps fürs Badezimmer, und zwar erstens gibt es Sparduschköpfe, die brauchen viel weniger Wasser, also wassersparend sind die. Die mischen einfach Luft bei und dadurch wird der Druck erhöht. Und das sind bis zu 50% drinnen, die man sparen kann. Man kann auf jeden Wasserhahn diese kleinen, ich zeige sie da, diese kleinen Siebel aufbringen. Die sparen auch Wasser, weil einfach der Durchfluss reduziert wird und der Druck erhöht. Und dadurch haben wir jetzt keinen Verlust in der Qualität. Das ist für uns gut machbar. Und ist eine ganz einfache Möglichkeit, gibt es in jedem Baumarkt zu kaufen. Vielleicht, was das Wasser noch anbelangt, die Waschmaschine. Bei der Waschmaschine ist es so, dass die vernünftig beladen werden sollte. Das heißt, ganz vollstopfen macht bei der Waschmaschine nicht so viel Sinn. So Faustregel ist, dass es eine Handbreit am oberen Teil noch frei sein sollte. Und Energiewaschprogramme machen jedenfalls mehr Sinn als ein Kurzwaschprogramm. Viele glauben, Kurzwaschprogramm hört sich gut an, ist kürzer, muss weniger Strom brauchen. Dem ist nicht so. Das ist nicht zwingend. Der Rückschluss, der ist nicht gültig. Die Energiesparprogramme dauern länger, aber wie auch bei der Spülmaschine zahlt sich das schon aus. Die sind halt ressourcenschonender. Vorwäsche bei der Waschmaschine ist so gut wie nicht nötig. Also man geht im Moment eigentlich davon aus, dass die Vorwaschprogramme eigentlich nicht bei normal verschmutzter Wäsche nicht nötig sind. Ja, braucht man nicht, kann man einfach das normale Energiesparprogramm nehmen. Und wunderbar. Auch die Temperatur, ganz besonders wichtig. Es gibt mittlerweile eine Waschmittelgeneration, die ab 30 Grad wirkt. Da muss man einfach nur drauf schauen, was da draufsteht auf dem Waschmittel. Und da reicht es dann, braucht man nicht mit 60 Grad waschen, auch nicht mit 40. Zwischen 40 und 30 Grad sind auch 10 Grad. Auch ein Potenzial, das man durchaus nutzen kann. Wenn wir schon bei der Wäsche sind, die war jetzt nass, die wollen wir dann auch wieder trocken haben. Da ein ganz logischer Klassiker, aber da kann man nicht oft genug sagen, der Wäschetrockner. Klar, oft in kleinen Wohnungen oder wenn es nicht so einfach ist, ist es eine Alternative, aber auch da am besten trocknet sich die Wäsche natürlich draußen an der Luft in der Sonne, hat auch einen Vorteil, weil in der Sonne durch die UV-Strahlung zum Beispiel Milben und Bakterien zum Teil auch abgetötet werden. Wenn man denn
wenn man, und da bin ich wieder bei dem Individuellen, ja, also wenn es keine andere Möglichkeit gibt und man ist für sich selbst gefühlt auf den Wäschetrockner angewiesen, vielleicht geht es dann, den nicht jeden Tag zu verwenden oder nicht immer, sondern einfach eine Lösung zu finden, da zu verzichten und einfach so einzusparen. Wichtig, wenn man zum Beispiel einen Wäschetrockner verwendet, Flusensiebe einfach aus. Also da wirklich auf die richtige Handhabe, gilt eigentlich für alle Geräte, dass man auf die richtige Handhabe schaut, dass man da einfach wirklich gut drauf schaut, wie man das richtig anwenden kann. Für alle, die gern bügeln, ich bügel ja nichts, weil ich das nicht mag und keine Zeit habe dafür. Aber ich verstehe das, es gibt viele Dinge, die gebügelt werden wollen. Da gibt es einen lustigen Trick, finde ich, wenn man Alufolie unter das Bügelgut legt, dann hat man quasi einen sofortigen Abstrahleffekt und kann Wärme generieren und bügelt quasi von beiden Seiten gleichzeitig. Den finde ich sehr lustig, diesen Energiespartrick. Für mich leider wenig hilfreich, weil ich halt mit bügel, aber gut. Was für den Wäschetrockner noch ein Tipp ist, so ein Lifehack sozusagen, ist, dass man wenn die Wäsche nicht richtig trocken wird, ein trockenes Handtuch dazu gibt und das aber nach 20 Minuten wieder herausnimmt. Ist auch so eine Sache. Und den Salatschleudertrick, den finde ich auch sehr lustig. Das heißt, wenn ich meine zum Beispiel Unterwäsche, Bikini, was auch immer, was mit der Hand wasche, dann kann ich in einer klassischen Salatschleuder den Rest sozusagen rausschleudern und hänge das auf und das ist nicht triefend nass und ist auch eine Möglichkeit. Vielleicht jetzt auch noch zu Zahlen, da hier, das schauen wir mal, die Waschtemperatur reduzieren, also wenn ich nicht mit 40 Grad wasche, wenn ich auf 30 Grad gehe, kann ich bis zu 40% sparen. Ist bei einem Vier-Personen-Haushalt da hier ausgewiesen mit 162 Euro im Jahr. Also ja, und mit, wenn wir nicht nur aufs Geld schauen, sondern wenn wir auf die CO2 in Kilogramm gehen, sind wir bei 43. Ein wichtiger Punkt im Bad, den habe ich noch vergessen, duschen statt baden. Ja, auch nachvollziehbar, braucht weniger Wasser, braucht weniger Energie, um dieses Wasser zu wärmen. Und ist natürlich auch eine Möglichkeit, wo man da einen Beitrag leisten kann. Ja, ich mache die Routinefrage. Gibt es zudem eine brennende Frage? Sonst streife ich jetzt noch das Office, bevor ich dann... Ja, im Office-Bereich, also im Büro, gibt es mehr Möglichkeiten, Energie zu sparen, als man glaubt. Einer der größten Energiefresser und Ressourcenverschlinger ist das Papier. Also wer weiß, dass eine Tonne Papier gleich viel Energie braucht wie eine Tonne Stahl in der Herstellung, der wird vielleicht lieber zum Altpapier, zum recycelten Papier greifen als zu einem gebleichten, neuen und überhaupt überlegen, ob ich das Papier überhaupt brauche. Ein großer Teil der Bäume auf der Welt wird für das Papier verwendet und da muss man halt auch sich den Gesamtkreislauf immer anschauen. Das gleiche gilt für Tragtaschen zum Beispiel, Papiersackerl, das Papiersackerl theoretisch, ja, ist eine bessere Alternative. Allerdings braucht es wieder, also braucht das Papier, da braucht man die Bäume. Wenn ich eine Stofftasche nehme, ist auch die Frage, wie verwende ich es? Wenn sie neu hergestellt wird, wird sie aus Baumwolle hergestellt in den meisten Fällen. Die braucht wahnsinnig viel Wasserressourcen. Wenn ich es aus Reuse-Stoffen habe, dass die wirklich hergestellt wird aus Altmaterialien oder sehr oft verwendet, dann ist es wieder ein Beitrag. Ich finde, an diesen Beispielen sieht man einfach, dass man sich das einfach breiter und vernetzt anschauen kann und sollte. Im Office ist vielleicht wichtig, bei Telefonen, gerade das Smartphone, im Aufladen, alles, was man, wenn man aufladet, dann steckt man das an. Und wenn man fertig ist mit Aufladen, dann steckt man alles aus. Auch ein Akkuladekabel, das nur angesteckt bereit liegt, damit ich es dann möglichst schnell nutzen kann, braucht Strom, auch wenn das Handy zum Beispiel nicht angesteckt ist. Ein Laptop braucht weniger Ressourcen und weniger Strom als ein Stand-PC in der Regel. Und auch im Büro
geht es, glaube ich, darum zu schauen, wie man mit der Raumtemperatur arbeiten kann. Und da muss man halt einfach gute, ich glaube, da muss man einfach so Lösungen finden, die halt für die jeweilige Situation passen. Ja, jetzt schaue ich dann noch einmal durch, ob ich da was ganz Wichtiges vergessen habe. Ich schaue da auf die Tafeln, die wir da haben. Ah ja, vielleicht das noch interessant. WLAN-Router, also wer ins WLAN geht, die mobilen Daten bei Handys verbrauchen in Summe mehr Energie, als wenn man ein WLAN-Netz nutzt. Das war für mich eine neue Erkenntnis. Das heißt, es zahlt sich aus, da einfach zu tauschen und sich einfach auf diese, ja, sich einfach die kleineren Möglichkeiten auch anzuschauen. Und ja, alles in allem, glaube ich, sind wir einfach gut beraten, uns zu informieren und alle einfach schauen, wo jeder und jede seinen eigenen Beitrag leisten kann, wie wir uns austauschen können und ja, und was uns da, wie wir da am besten gemeinsam vorangehen können. Ich kann das, halte ich jetzt noch einmal in die Kamera. Ich kann das Buch sehr empfehlen. Der Ökom Verlag hat auch viele andere spannende Bücher übrigens. Gerade im Bereich Natur ist er sehr, sehr aktiv. Es gibt ich glaube, es gibt schon eine Rezension von dem Buch. Na, es wird eine geben bei uns auf der Homepage vom Naturschutzbund, von der Naturwerkstatt und dann auch über Facebook beim Naturschutzbund. Und ja, ich frage jetzt noch einmal in die Runde. Es war während des Vortrags immer eher ruhig mit Fragen. Gibt es jetzt noch irgendwelche Anmerkungen oder Fragen oder Rückfragen? Es war jetzt so ein schnelles Durchrauschen. Ich weiß, es ist ein breites Thema, aber ich habe mir einfach die Dinge herausgegriffen, wo ich mir gedacht habe, dass das vielleicht jetzt mal von Interesse wäre. Ich schaue in die Runde, ich höre. Autofahren ist noch ein energieaufwendiger Anteil. Ich habe in Bayern da und dort gesehen, bei Bushaltestellen so eine Aufschrift, hier können sich Mitfahrer hinstellen und in der Hand irgendeinen Zettel, der schon vorgefertigt ist, kann man verschiedene nehmen, also nach München oder sonst wohin, ne? Und das hält man in den Händen und wird dann mitgenommen. Das gibt es in der Steiermark noch überhaupt nicht. Ich glaube, das wäre eine Idee, die man aufgreifen könnte. Also Mobilität ist ein großer eigener Punkt, finde ich auch. Also bei der Mobilität ist ganz, ganz viel drinnen. Bei der alltäglichen Mobilität ebenso wie bei Fern- und Dienstreisen und dergleichen. Also ich glaube, da macht Sinn, da können wir uns mal extra unterhalten. Da ist jetzt gerade ein Link auch im Chat. Das heißt, Genau, darf ich dazu noch ein bisschen was sagen? Und gerne. zwar geht es darum, dass wir die Energie, die wir verbrauchen, ja auch erzeugen müssen. Und in Deutschland sind die zwei Wissenschaftler Holler und Gaukel mit dem Buch Ohne heiße Luft, erneuerbare Energie ohne heiße Luft in die Fläche gegangen und haben einmal eruiert, wie können wir uns mit der Fläche, die uns zur Verfügung steht, überhaupt, und das gilt jetzt eher für Deutschland als für Österreich, selbst mit Energie versorgen und woher kommen die ganzen unterschiedlichen Energiequellen? Und man könnte aber auch vieles davon für Österreich übernehmen. Prinzipiell geht es auch darum, wie wird die Energie im Haushalt verbraucht oder wie viel fällt dann extern an? Beispielsweise ist es so, dass 45% der Energie einer Person in Industrie und Gewerbe über den Umweg der Industrie und Gewerbe anfällt, 10% in den Transportsektor geht und nur 45% man selbst als Individuum Einfluss hat im Sinne von Heizung, Strom, Privat oder der private Verkehr. Der private Strom wäre nach der Berechnung überhaupt nur 5% im eigenen Haushalt. Das bedeutet, dass sehr viel sich über das Thema Konsum tut. Das heißt, alles, was wir konsumieren, hat irgendwo auf der Welt Auswirkungen.
Und der CO2-Fußabdruck von Konsumgütern ist natürlich nicht so leicht sichtbar wie die Energie, die auf der Strom- oder Heizungsrechnung ausgewiesen wird. Und da gibt es halt ein großes Problem. Und zwar das Problem ist, dass wir halt in einer Bedarfsweckungsgesellschaft und nicht in einer Bedarfsdeckungsgesellschaft leben. Weil das primäre Ziel Verwerbung beispielsweise ist es, die Menschen chronisch unzufrieden zu halten. Warum? Weil wenn die Menschen nur das kaufen würden, was sie wirklich benötigen würden, würde unser Wirtschaftssystem zusammenbrechen. Das heißt, Arbeitsplätze würden verloren gehen oder eine Abwärtsspirale würde sie in Gang setzen und der Staat könnte am Ende seine Aufgaben nur noch schwer erfüllen. Und das ist auch immer der Grund, warum die Politik davon spricht, dass Arbeitsplätze erhalten bleiben müssen oder dass man aus Krisen herauswachsen kann. Aber aus meiner Sicht ist das ganz ein wichtiges Thema, das da mit dazugehört, dass man versucht, auch diejenigen zu wählen, die das ermöglichen, dass wir unser Konsumlevel verringern und mehr in Teilen reparieren oder Konsumvermeidung investieren. Ja, ich finde, ein wichtiger Punkt ist, dass es, also unsere gesamte Gesellschaft, finde ich, fängt irgendwo trotzdem bei Individuen an. Also auch die Großkonzerne, auch die wirklich großen Entscheidungen, zum Teil verselbstständigt sich das, aber im Großen und Ganzen sind auch dort Menschen dahinter. Und je mehr wir Menschen breit anfangen zu überlegen, wie man einen Wandel machen kann, wie man vernünftig, sinnvoll auch für die, also in der Schonung des ganzen Systems umgehen kann, desto besser. Und da gehe ich ganz mit. Also ich glaube, wichtig ist einfach, sich das anzuschauen und nicht in die Falle zu tappen, zu sagen, ich bin nur ein kleiner Teil, ich kann nichts bewirken, weil man kann immer irgendwo einen kleinen Teil bewirken. Und viele kleine Teile ergeben auch ein größeres Ganzes. Und oft ist mein Eindruck, dass auch in größeren Wirtschaftssystemen der Gedanke ein wichtiger ist. Und den gilt, denke ich, auch weiter zu kommunizieren und dem weiter zu verfolgen und da zu schauen, was man, welchen Beitrag jeder und jede leisten kann und auch möchte. Und wenn wir drüber reden und wenn wir anderen Infos weitergeben und uns da Wege suchen, dann ist vielleicht ein Wandel möglich, den wir gemeinsam gehen können. Anders, wenn wir das nicht schaffen, in irgendeiner Form da was zu ändern, dann wird es ohnehin schwierig. Also vielleicht schließe ich damit und mag auch noch mitgeben, dass es halt wirklich ein sehr komplexes, also ein sehr weitläufiges Thema ist. Ich finde, in manchen Bereichen ist es nicht, es kann natürlich komplex sein, aber es ist nicht alles ganz, ganz kompliziert. Es zahlt sich aus, da und dorthin zu schauen. Ich selber erlebe dauernd, wenn ich in einen Bereich schaue, dann geht wie eine Blume auf an neuen Erkenntnissen und neuen Möglichkeiten. Wenn es um Effizienz geht und ich denke mir, okay, das T-Shirt, das ich anhabe, hat auch Ressourcen verbraucht. Das macht auch einmal Sinn. Und das mag ich vielleicht allen mitgeben, einen Tag durch die Welt zu gehen und wirklich zu überlegen, wo wie viele Ressourcen drinstecken. Wenn ich jetzt einfach im eigenen Zimmer, in dem ich jetzt gerade sitze, mich umschaue, dann werde ich dort Geräte finden, dann werde ich dort Möbel finden, dann werde ich einen Bodenbelag finden und ich werde Fenster finden oder ich kann bei mir schauen, was ich trage, was ich wahrnehme. Und wenn man sich da überlegt, wo das herkommt, was das braucht, dann ist das ein erster Schritt, um Bewusstsein zu schaffen bei sich, um dann alle weiteren Schritte auch irgendwie gehen zu können. Und da mag ich alle einladen, da aktiv zuerst zu gehen und dann zu laufen und dann können wir gemeinsam rennen und diesen Marathon werden wir, hoffe ich, irgendwie gut gemeinsam hinkriegen. Damit würde ich jetzt schließen und bedanke mich bei allen, die zugehört haben und darf auch darauf verweisen, dass das hier im Rahmen von einer Serie ist, das heißt der Naturschutzbund Steiermark hat hier eine Serie von Vorträgen. Die kann man auf der Homepage beim Naturschutzbund auch nachschauen, welche Vorträge da nächste Woche kommen. Das sind immer wieder interessante Dinge. Da macht es Sinn, einfach reinzuschauen und man kann diesen Vortrag auch nachhören.